Hallo und herzlich willkommen bei bei Ghostly Coon Wildlands, genau. Und ich bin gerade ein bisschen Scheps gelandet hier. Einfach ein bisschen nach unten. Und mal schauen, dass der Helikopter hier mich nicht besiegt. Oh, oh, da ist einer. Oh. Wiederbeleben. Wie der andere einfach auf mich landet. Wie cool. Es ist hart. Das Spiel ist hart alleine. Da ja, die sehr passiv sind, die Mitspieler. Die NPCs. Die einzigen, die das machen. In diesem verlassenen Bolivien. Schauen, dass das... Ja, wir gehen jetzt unten nach unten. Hier gibt es übrigens ein Assassin's Creed. Ist direkt da unten ist der Heuwagen, der Graswagen. Und hier ist ein Falke gewesen. Den haben wir verscheucht. Aber ja, wir haben es geschafft eigentlich. Dass es nicht mehr also rot ist, dass die Gegner nicht mehr wissen, wo wir genau sind. Aber sie wissen, dass wir da sind, sozusagen. Und schaut euch das Haus an. Da hat wirklich jemand sehr, sehr viel Geld gehabt. Und es ist einfach cool, weil es gibt sehr viel Anspruch. Ich habe es schon gemacht, diese Mission. Da ich dann noch nicht das Headset, also das Standmikrofon hatte. Ah, da ist noch ein anderer gestorben. Okay. Wir tun ihn jetzt alle nochmal besiegen. Und schauen mal das Haus an, aber ich will noch in die andere Mission gehen. Es gibt noch eine Mission in diesem Abschnitt der Karte. Die Karte ist mega groß. Da ist auch einer gestorben. Okay. Die sind recht böse platziert. Ist natürlich, wo sie sich platzieren müssen. Ist ja auch ein Taktik-Shooter. So, aber wir sehen noch auf der Karte einen roten Punkt. So einen roten, verschwommenen Punkt. Der muss irgendwo hier unten sein. Da ist er. Das ist ein anderer gewesen, hä? Okay. So, jetzt haben wir alle roten Punkte hier in der Nähe. Jetzt gehen wir eigentlich zum Großen. Ja. Da schießt jemand. Also, Munition brauchen wir natürlich auch manchmal. Also, die Gegend ist extremst groß. Ich habe immer wieder Probleme, irgendwas zu finden. Wenn es nicht gekennzeichnet ist, wo ich einfach manchmal nochmal hin will. Und, das glaube ich nicht hier, es ist oben. Hä? Ich finde es einfach toll, aber eben auch manchmal verwirrend. Okay, ist zwar schon aus, aber wenn man die kaputt macht, wie jetzt, kommt kein Helikopter mehr. Also jetzt kommt kein Helikopter mehr, bis wir ihn weg waren und wieder hinkommen. Und ist also ein bisschen wieder resettet. Ja, natürlich könnt ihr hin durch die Mauer, durch die Ecke schießen. Sind zu viele gewesen natürlich. Okay, dann gehen wir jetzt zur Mission. Das Haus hat richtig tolle Sachen. Also so eine Bar und ja, eine riesen Küche, wo einer arbeitet, ein Koch. Und ja, ein Fernsehraum und alles mögliche. Richtig cool. Aber es ist natürlich auch schwer. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen vorwärts machen, aber ich konnte es nicht machen. Komm, wir holen nur den Lamborghini.
Und dann hauen wir wieder ab. Dann sind wir schneller bei der anderen Mission, hä? Da kommen wir nicht hoch. Na gut, außen herum. So, wir können noch schnell natürlich bleiben. Also rennen. Wir müssen nicht so undercover arbeiten. Weil hier ist auch kein. So. Ich dachte, das wäre ein NPC, also ein friedlicher Passant gewesen, aber leider nicht. So, wunderbar. Boah, das ist schon fast zu schnell. Ah, da ist auch einer. Da gibt es auch einen mit einer Minigun. Aber sie sind nicht so stark, also es ist zu langsam, bis der schießt. Der braucht immer so ein bisschen. Einige Zeit, bis der schießt. Und es können wirklich ja nur auch nur meistens die NPCs schießen, weil du musst ja fahren, du musst ja irgendwo hinkommen. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, wieso es dort hinten markiert ist. Wieso ist das hier markiert? Ich habe da nichts markiert, da drüben. So. Abkürzen können wir da eigentlich nicht so viel, schade. Weil das ABS-System, nicht ABS, GPS-System, das ist nicht so gut. Es geht meistens nur in den gröbsten und größten Routen durch. Und es wäre jetzt eigentlich auch das Optimale. Oh. Boah. Schön driften. Ich habe eigentlich das Radio ausgemacht, aber das Radio kann man wahrscheinlich nicht ausmachen. Nur die Musik. Radio, muss man es noch nebenbei ausmachen? Ja gut. Super. Also jetzt gehen wir nach oben. Mit Chancen. Ja. Hoppla, nicht zu schnell. Ja, jetzt wieder Schotter. Teerstraßen. Asphaltstraßen. Hier. Da rutscht man recht. Eines glaube ich nehmen daran, hä? Ja. Einer beschützt uns wenigstens, wenn jetzt hier zu viele Rote sind. Da wird man natürlich unter das Kreuzfeuer gelegt. Vor allem Maschinen, Pistolen und so machen recht viel Schaden. Weil die natürlich in kürzester Zeit viele Schüsse abfeuern können. Aber, ja. Zum Grunde sind wir auch ein bisschen geschützt. Also, dass die Gegner uns nicht gerade erkennen. So. Ja, die Copyright-Musik bei den Radios ist halt immer so ein bisschen nervig. Yes! Also in der Mission darf man meistens nicht NPCs töten, aber sonst kommt überhaupt nichts. Auch die Unidad, die Violetten, das ist so eine Art Spezialeinheit von Bolivien. Und die sind richtig hammerhart, also gibt es auch irgendwie 5 Stufen, 5 Sterne, ja, sind sie nicht unbedingt, aber es ist anders. Okay. Hacken, wir müssen hacken. So, bis hier dürfen wir, sonst werden wir erkannt. Erkannt. Ja, ja. Ich gerade so ein bisschen auf die Sprache, Aussprache gewöhnt. Also, ja, spiel ja natürlich nebenbei noch. So, einer ist hier. Wir müssen eigentlich hier nur außen herum, da müssen wir nicht alle besiegen.
Ich erkenne jetzt auch gerade niemand. Alarm hier drüben. Aber immer der Alarm ausmachen. Immer. Oh, sie haben uns entdeckt. Also, sie wissen, dass wir hier sind. So, das ist auch so eine Spezialeinheit gewesen. Wir gehen jetzt außen herum, da können sie uns eigentlich so erkennen. Wieso das jetzt gerade nicht geladen hat hier. War also ein bisschen verschwommen. Sehr gut. Alles herum. Der Alarm ist das Wichtigste, weil wenn sie uns vermuten, dann werden sie natürlich Alarm schlagen. Weil der Helikopter sieht einfach am meisten, oder? Außer in den Häusern, da verstecke ich mich natürlich sehr gerne, wenn ein Helikopter da ist. Aber ich glaube, das ist nur Unidad gewesen. Ich weiß nicht, ob das noch erkennbar ist. Nein, kein Helikopter. Ja, doch, dort. Das könnte vielleicht er auch sein. Ja, ich glaube nicht. So. Die sind alle dort. Die vermuten mich jetzt alle dort, oder? Und ich gehe einfach außen herum. Und das in Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit. So. Also, anschleichen, abknallen und dann hacken. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, ist alles nass. So viel regnet. Alles. Sieht schön aus. Ja toll, ich wollte eigentlich nicht, dass die mich entdecken, aber die entdecken mich natürlich sofort. Ja, jetzt kommen alle, deshalb bin ich da. Es ist doch noch einer. Ich glaube, die finden mich hier oben nicht so schnell, dass wir... ja, sie haben uns schon wieder verloren, ja. So, nehmen wir noch ein paar Ressourcen mit, damit können wir leveln. Ich habe ein bisschen zu wenig, deshalb habe ich sehr viele Fähigkeitenpunkte. Aber, keine Ressourcenpunkte, nicht viel. Also, wir müssen den verhören zuerst. Gib mir erst mal Don und deinem Flasch und einen Lauf an deiner Schläfe. Gib uns jetzt den Code für ihren Tresor. Und Pulpo lässt sie dann verschwinden. Ja, ist jetzt gar nicht so gut, dass ich den hier versagt habe. Gut, der hat uns den Code gegeben. Und jetzt können wir gleich abhauen. Wir haben den Zugangscode. Sind die Rebellen bereit? Wunderbar. Finde ich immer so toll, so abzuhauen. Jetzt müssen wir eigentlich direkt dort in das Fahrzeug, ja? Lieferwagen. Weil die schießen richtig stark und treffsicher vom Helikopter. Runter, alle runter, Heli! So, wir haben auf die andere Seite natürlich ab. So. Ach, wie toll das Game ist. Also ich habe richtig Spaß. Aber es ist natürlich ein bisschen unfair, weil wir alleine spielen eigentlich meistens. Die NPCs wirklich sehr passiv sind. Aber im Multiplayer macht das sicher 1000 Mal mehr Spaß. Also wenn ihr das Spiel habt und ihr gerne mal mit jemandem spielen will, der auch Videos macht und so, dann dürft ihr gerne mitspielen. Einfach Bescheid sagen. Am besten auch eine per PN. Würde mich irgendwo treffen, ich heiße eigentlich überall Drago Basa. Meistens zusammen oder auch auseinander. Aber ich muss in eine andere Richtung. Ist das gleiche Ort gewesen, ne? Okay, dann gehe ich hier nach oben. Und sobald ich irgendwo runterfalle, laufe ich halt, ne? Ah, ich komme hoch. Nein, ich komme nicht hoch. Weiß ich ja nicht, so ein Weg. So.
Also es wird meistens nicht genau so gekennzeichnet. Oder erst später dann. Dass wir dann wieder hin müssen, weil wir müssen ja fliehen, meistens. Die Gegner sind in Alarmbereitschaft eigentlich sehr zu overpowered. Vor allem die sehen mich auch, wenn ich hinter einer Wand stecke und können auch durchschießen durch die Wand und alles mögliche. Ich bin schon oft gestorben, weil die Gegner so overpowered sind und alles können. Also sie können manchmal wirklich alles. Mit einer kleinen Pistole zum Beispiel 150 Meter weit in den Kopf schießen und mich verbluten lassen dann und alles mögliche. Aber es wurde wirklich nur wahrscheinlich auf den Multiplayer-Modus balanciert. Und ich hatte am Anfang eigentlich auf normal, dann habe ich mir ein bisschen schwer probiert. Und das ist überhaupt leicht. Deshalb bin ich jetzt gerade, weil ich erst kürzlich auf leicht gestellt habe, wegen der Mission im Kieswerk, Kiesdingen, Loch. Ja, die war wahnsinnig schwer. Alleine, weil ja, ich hatte keine Unterstützung, musste sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Und dann auch abhauen und das Fahrzeug war sehr stark beschädigt und der Helikopter hat mich fast dann auch erwischt, aber ich bin dann enttäuscht. So, jetzt bitte nicht gleich aufmerksam werden. Also manche Missionen schafft man nur, wenn man sie mehrfach auswendig kennenlernt. Also das ist Wahnsinn. Ja, leider ist meine Stimme nicht so gut, weil, ja, Allergie, also meistens am Abend kommen dann die wilden Pflanzen in den Wiesen, die mich da ein bisschen nerven. So. Gut, der habe ich ausgewichen. Aha. Da war ich irgendwo unten und hat mich gesehen. Also ihr seht, die finden mich trotzdem noch extrem schnell. Also ganz viele sind hier. Jetzt muss ich schauen. 18 Minuten. Ja, da ist einer. Ah, oh, da ist auch einer. Also, der eine hat habe ich getötet, der das gesehen hat. Aber ein anderer. Und das könnte der da oben sein. Wie sieht der mich von dort? Hey? So, den haben wir auch. Hier ist sogar noch eine Fähigkeitspunkt eher. Und jetzt kommt der Helikopter auch. Ja, toll. Ein bisschen verletzt. Okay. Es sind halt die ganz starken, die sehr auch gepanzert sind. So. Plus 5 sogar. Cool. Ne, das sehe ich gerade nicht. Ich muss dann abhauen vom Helikopter. Also manchmal denke ich mich schon, wieso die besser sehen in
Regen. Da ist keiner dort, hä? Also wenn der Helikopter hinter mir ist, dann könnten wir eigentlich lossprinten nach oben. Weil die sind irgendwie nicht aus dem Gebäude gekommen. Die sind einfach nicht gekommen aus dem Gebäude. Da ist jetzt einer. Ja! Die Spreu, also... Was der Helikopter eigentlich nicht schießt. Der sieht mich nicht natürlich. Er haut sie da ab. Ja, ich komme nicht so mit. Also. Das Problem ist eher die vielen als die guten Gegner. Da hat er vor. Also ich werde wahrscheinlich jetzt einmal sterben. Also hinlegen. Okay. Einer ist hier. Gut zu wissen. Voll in die Eier. Das ist mal wieder die beste Schussposition, ne? Wenn man hinschießt. Ich sehe den gar nicht und der sieht mich natürlich sofort. Hey, hau ab, du NPC. Ja, und meine auch. Ich sehe ihn gar nicht. Ja, muss halt mit der Drohne mehr arbeiten, aber ich hasse die Drohne. Die hat so eine schlechte Steuerung. Da kann man nirgends durchschießen. Ah ja, hat ihn getroffen. Ich sehe die nirgends. Dunkel. Nachtsicht. Ja, Wärmebild ist besser. Nachtsicht ist meistens so ein bisschen beim Hellen zu hell. Bei Lampen viel zu hell. Ich habe schön gewartet, bis er mich merkt. Ja, das ist ja. Sehr gut. Okay. Na, jetzt bin ich overpowered. Genau, jetzt muss man das benutzen. Granate, los, los, los! Ah, das sieht man auch. Das ist auch Wärme. Das sprüht auch Wärme. Also, da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir denn hin? Hallo! Ah, sieht man überhaupt nichts. Eigentlich nach oben, oder? Der schießt auf mich, genau. Dann ist es also passiv. Wie sieht's aus? Geht's hier irgendwo nach oben? Ja, wo geht's denn nach oben? So ein Scheißhaus. Also wieder mal ausmachen. Weil jetzt nicht mehr so viele Gegner hier sind. Ja. Hier ist auch nichts. Ist wirklich nichts gekennzeichnet. So eine blöde Mission. Man kommt einfach nicht nach oben. Da geht's noch tiefer. Vielleicht ist es noch tiefer. Unten. Da ist sogar noch einer. Also das ist da, wo wir reingekommen ist. Da sind wir also. Boah, die Steuerung. Ich habe mich gerade so extrem konzentrieren müssen. Aufs Zielen. Das ist ja Wahnsinn. Weil alles einfach zu schnell, also
zu sensibel ist er so. Haley, runter, runter! Ja, ich weiß nicht, wie man noch hochkommt. Vielleicht muss man außen durch, hä? Wir müssen noch wieder nach oben, hä? Also, wo war's, wo es hochging? Da. Super. Das ist außen. Wir müssen noch außen, hä? Gut. Schleichen wieder. Der ist einfach da drin. Gut. Und wo ist der richtige Eingang, bitte? Und da geht's nach unten. Auf dem Boden, Hubschrauber. Das ist ein bisschen zu hell hier. Gut. Hä? Also jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Danke, Rebellen. Sie kommt. Ja, das weiß ich. Ist es jetzt hier? Okay. Der Tresor ist einfach irgendwo anders gewesen. Der wurde nicht gehören sein. Wir mussten nur aushalten. Ja. Ich dachte, man muss ihn finden, aber nein. Die Zeit war eher... Wissen Sie, wo er ist? Wir glauben, er weiß, dass Nidia hinter ihm hier ist. Gut. Er bereitet sich auf die Flucht nach Mexiko. Also, Dankeschön fürs Schauen. Ich werde dann schauen, wo ich hin muss. Verstanden. Ah. Da kommt einer noch hoch, aber ja, gut. Noch kurz auf die Minimap schauen, da kommen jetzt schon. Wir müssen jetzt hier gleich nebenan. Das werde ich dann auch mal wieder aufnehmen. Müssen dann aber eines von den weißen Häuschen wieder starten. Ich denke, weil wir dem am nächsten sind, müssen wir hier starten. Gut, bis dann. Dann machen wir auch noch ein anderes Gebiet, weil hier haben wir schon 4 Missionen erledigt. Die 5. ist dann immer entweder beim, ja, das ist ein Plaut, Ausplaut oder irgendwas. In Töten ist sehr selten. Oder in einfach also nur einschüchtern, nichts ausplanen. So, und die Missionen hier sind eigentlich die besten gewesen. Vor allem so schön hier, also es gibt sehr viel Wasser, schöne Inseln. Genau das ist das Casino, das ist mega cool gewesen. Und hier, hier oben gibt es immer so eine Fallschirmmission. Die habe ich eigentlich gerne gemacht, aber es ist schon schwer, Fallschirm zu fliegen. Die war auch cool, also. Da war auch viel los. Da habe ich nicht mal alles gesammelt. Sogar einen Bonusorden nicht. Weil ich wollte ja auch ein bisschen vorwärts machen und euch ein bisschen die schweren Missionen zeigen. Und die war jetzt eigentlich wirklich schwer. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mehr zeigen. Und andere Easter Eggs noch zeigen und... bisschen die Gegend zeigen. Und ja, ich sage ungefähr einmal wöchentlich bis zweimal wöchentlich oder so, weil ich werde natürlich sehr viel spielen müssen, um ein bisschen vorwärts zu machen. Sonst werde ich natürlich noch 100 Parts oder mehr brauchen. Und dann gibt es ja noch die DLCs, deshalb möchte ich da ein bisschen schneller machen, weil die meisten Missionen sind wirklich nicht gerade so gut, da hätten sie mehr machen, also länger entwickeln müssen. Hä? Aber trotzdem ist es eben, also wenn man viel spielen will, ist es eigentlich ein Top-Spiel. Und es macht wirklich Spaß, das Spiel seit Anfangs April eigentlich, also jetzt schon fast 2 Monate, recht gern dieses Spiel. Weil ich habe immer viel auch nebenbei ein bisschen rumgeschaut und alles angeschaut, ja. Tschüss!